Können mit insgesamt 7 Siegen. Auswärts 3-mal erfolgreich bislang. Ramona Meyer mit dem Anstoß. Essen-Schönebeck. Und immer noch der Ball heiß. Şemaili. Latte. Kayıkçı. Nochmal. Freiburg. Was eine Sequenz. Busian. Und wieder weg aus der. Druck setzen konnten wir nochmal. Leicht abgefälscht schien der Reola. Bei Essen ist das Ganze ein Stück weit komfortabler, bis auf die Langzeitverletzten. Kockmann, Reimüller, Huls und Hills sind aktuell alle mit dabei. Wieder dieser lange Ball. Und diesmal ist Meyer durch. Und das ist die Chance. Das ist die Führung. Das ist das Tor. Und Essen führt hier gegen Freiburg mit 1:0. Ramona Meyer, 47. Mit diesen tiefen, aber auch langen Bällen in die Spitze. Und es ist ein Geniestreich letztlich von Lena Ostermeier, die die Lücke findet. Ramona Meyer schneller als Lena Nuding. Die muss sich geschlagen geben. Und Ramona Meyer mit ihrem 4. Saisontreffer. Sie ist absolut kaltschnäuzig vor dem gegnerischen Tor. Bringt ihre Farben hier. Und wieder so ein langer Ball. Und wieder ist Meyer durch. Und wieder ist Meyer allein gegen Nuding. Ramona Meyer 2:0 für Essen. Auf die Siegerstraße. Erstmal der Ballverlust. Und diesmal ist es Langholz, geschlagen von Julia Debitzky. Fast 150 Bundesligaspiele. Meyer kann sich durchsetzen im Laufduell und bleibt eiskalt gegen Lena Nudi. Hasret Kayıkçı, erster Wechsel beim Sportclub. Also nochmal ein Impuls, ein Zeichen dann auch von Theresa Merck für die Offensive. Nächste Chance, jetzt ist er drin, jetzt ist er drin, jetzt haben sie den Anschluss geschafft. Und Judith Steinert ist es. Lässt hier liegen. Chiara Busian, der stark gespielt, setzt damit die Essener Hintermannschaft so ein bisschen unter Druck. In dieser Begegnung die zweite in dieser Saison für Ramona Meyer. Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Kommen für Maike Behrensen. Hier nochmal die Freistoßsituation und ich weiß gar nicht, ob das wirklich nochmal der lange Ball. Das ganz große Drama hier an der Hafenstraße und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Essen schlägt den SC Freiburg. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.